Hallo und herzlich willkommen zu Reha Sport mit André Vogel, mit mir vom Verein Fitimmobil. Wir machen wieder was für den Schulter- und Nackenbereich. Ihr braucht heute zwei kleine Wasserflaschen, ein mittelgroßes Handtuch, eine Matte und wer hat, bitte einen Faszienball bereithalten. Wir wünschen euch viel Spaß. Was nicht geht, das geht nicht. Also macht schön langsam. Es sind auch Übungen dabei, die ihr am Arbeitsplatz machen könnt. Vielleicht könnt ihr was mitnehmen. Für uns wäre es schön, wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, um auf dem Laufenden zu bleiben, wenn es wieder Video-Premieren gibt. Und bitte lasst einen Daumen nach oben da. Schickt uns Kommentare, was euch gefallen hat, was euch vielleicht nicht so gefallen hat. Und vor allen Dingen schreibt uns, was ihr gerne sehen möchtet. Wir wünschen euch viel Spaß und sportfrei. Wir beginnen die Stunde heute in der Rückenlage. Also geht es nach unten auf die Matte. Ob ihr die Beine dabei anstellt oder lang macht, das ist euch überlassen. Wir starten mit der Kurzform der progressiven Muskelentspannung. Das heißt, wir konzentrieren uns ganz auf uns selbst, schließen die Augen, atmen tief ein und aus, lassen den Tag kurz Revue passieren, was ist geschehen, lassen es vorbeifliegen und konzentrieren uns auf das Hier und Jetzt. Die Augen sind zwar geschlossen, aber es wird nicht geschlafen. Konzentriert euch auf die Unterlage, auf der ihr liegt, wie weich sie ist und geht nun zu den Füßen. Liegen beide Füße gleich auf, sind die Beine etwas schief, welches Bein ist vielleicht schwerer, was ist mit den Pobacken, welche Pobacke hat mehr Druck. Ist der Rücken gerade oder etwas schief? Liegt der Nacken auf, die Schulterblätter, die Schultern? Haben wir vielleicht ein Hohlkreuz? Nehmt diese Eindrücke wahr und speichert sie ab. Lasst die Atmung fließen, tief einatmen und ausatmen. Nun kommen wir zu den Armen. Legen die Hände auf. Sind die Hände auf dem Handrücken oder auf der Innenseite? Sind die Unterarme gleich schwer? Die Oberarme? Welche Seite ist leichter? Liegt der Kopf gerade auf der Matte oder nach leicht links gelegt oder nach rechts? Fühlt sich der Kopf schwer an oder ganz leicht? Speichert die Eindrücke ab, öffnet die Augen, tief einatmen und ausatmen. In der ersten Übung nehmen wir die Hände nach oben Richtung Decke, die Arme sind gestreckt, die Handflächen zusammen und wir fangen an mit den Armen nach links und rechts zu pendeln. Nehmt den Oberkörper mit nach links und rechts. Jeder entscheidet selber, wie weit ihr nach links und rechts pendelt. Atmet schön tief ein und aus. Je nachdem, wie weit ihr rumkommt, zieht ihr die Hände auf die rechte und die linke Seite Richtung Fußboden. Ihr müsst nicht bis nach unten, sondern wechselt die Seite so gut es geht nach links und rechts. Einatmen hoch, ausatmen runter. Rechts, links und locker. Schön tief ein- und ausatmen. Spürt, was sich verändert hat. Ist ein bisschen weniger Spannung auf den Schultern. Oder immer noch das gleiche wie vorher. Macht schön ruhig.
Konzentriert euch auf die Atmung. Arme wieder nach oben. Jetzt kommt eine Richtung dazu. Wir nehmen die Arme nach rechts. Nach oben. Unten. Hoch. Runter. Hoch. Auf den Fußboden. Runter. Auf den Bauch. Einatmen. Ausatmen. Jeder hat sein eigenes Tempo. Schön langsam in Ruhe und nur so weit, wie ihr kommt. Runter, hoch, runter und wieder nach oben. Langsam auf den Fußboden und wieder auf den Bauch. Lasst die Atmung fließen. Locker vor, zurück und ablegen. Guckt wieder, ob sich irgendwas verändert hat, ob irgendetwas leichter geht, ob sich das gut anfühlt. Atmet tief ein und aus. Es kommt eine Richtung dazu. Wir nehmen jetzt die Arme nach oben, gehen zuerst nach links, an der Seite nach oben, Hände Richtung Decke und wieder nach links. Wir haben jetzt drei Punkte, links, Übung Kopf und oben. Die drei Punkte fahren wir ab. Links, überm Kopf, oben. Jeder sein Tempo und nur so weit, wie es geht. Andere Seite. Rechts, überm Kopf, nach oben. Rechts, überm Kopf, nach oben. Sehr schön. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Sehr schön. Und locker machen. Ausschütteln. Hört in euch rein. Wie geht es euch? Geht's besser? Was hat sich verändert? Schließt die Augen und fühlt in euch rein. Hat sich irgendwas verändert? Ist irgendwas leichter geworden bei der Bewegung? Ist sich irgendwo was erwärmt, merkt euch, was ich gebessert habe, speichert das ab, atme tief ein und aus, tief ein und aus, tief ein und aus. Und bei der dritten Ausatmung öffnet ihr eure Augen. Streckt euch, regelt euch und begebt euch langsam auf die Seite. Drückt euch nach oben. Die nächsten Übungen finden im Stehen statt und sind einfache Übungen für den Schulter-Nackenbereich zur Lockerung und zur Stärkung. Diese könnt ihr auch im Büro auf dem Stuhl machen. Im Stehen bitte die Füße ein bisschen mehr wie hüftbreit auseinander und wir fangen an, die Schultern zu den Ohren zu ziehen. Hoch und runter. Fangt an zu kreisen. Hoch die Arme, hinten die Schulterblätter zusammenziehen. Hoch, hinter, runter. Hoch, hinter, runter. Den Bauchnabel reinziehen. Knie sind leicht gebeugt. Zu den Ohren ziehen. Nach hinten und runter. Schöne große Kreise mit den Schultern. Schöne große Kreise. Sehr schön. Hoch zu den Ohren. Hinten zusammen und runter. Hoch, hinter, runter. Langsam kreisen, ruhig ein-
und ausatmen. Lass die Atmung fließen. Schön langsam hoch, hinter, runter. Alles schöne Übungen, um den Schulternackenbereich zu lösen. Den Bereich zwischen Brustwirbel und Halswirbelbereich. Jetzt im Wechsel die Schulter nach hinten ziehen, indem ihr den Ellenbogen schön weit nach oben und hinten zieht. Jawohl, schöne große Kreise nach hinten und die Hand geht nah am Ohr vorbei. Schöne große Kreise mit den Ellenbogen nach hinten. Bauchnabel ist immer noch reingezogen. Atmen tief ein und aus. Schöne große Kreise mit den Ellenbogen. Sehr schön. Schöne Kreise nach hinten. Beweglichkeit, Mobilisation des oberen Rückens. Tief ein und ausatmen. Spürt, was passiert, wenn ihr das nach hinten zieht. Nehmt die Hände auf die Oberschenkel, lasst die Fingerspitzen Richtung Füße wandern, Kopf hängen lassen, Arme hängen lassen und ausbaumeln. Luft holen, atmen und wir rollen uns ganz langsam Wirbel für Wirbel wieder nach oben. Wenn es eben bei den Übungen beim Rückwärtskreisen ein bisschen geknackt hat, ein bisschen geknuschelt hat, das ist nicht weiter schlimm, solange es nicht arg wehtut. Wenn wir diese Übungen ständig wiederholen und in den Alltag mit einbauen, vor allem wenn wir am Bürotisch sitzen, dann wird das besser. Das Knacken lässt nach und ihr werdet merken, die Beweglichkeit nimmt zu und die Verspannungen werden weniger. Wir bereiten uns seelisch und moralisch auf die nächste Übung vor. Ebenfalls sehr wichtig für Lockerung im Hals-Nackenbereich. Wir werden die Arme in Seithalte nehmen. Eine Handfläche zeigt nach oben und die andere Handfläche zeigt nach unten. Wir schauen mit dem Kopf auf die Seite, wo die Handfläche oben ist. Auf der anderen Seite ist die Handfläche unten und wir wechseln die Handflächen und drehen den Kopf zu der Seite, wo jetzt die Handfläche oben ist. Schön langsam im Wechsel von links nach rechts und von rechts nach links und schaut bitte, dass immer der Kopf auf die Seite schaut, wo die Handfläche oben ist. Immer die Handflächen wechseln und die Daumen bzw. die Hände so weit rumdrehen wie möglich. Schön wechseln, langsam ein- und ausatmen, Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen und immer den Blick wechseln. Wir lockern damit den Schulter-Nackenbereich, sorgen für mehr Entspannung da hinten, langsam nach links und rechts. Wir lösen wieder, Arme ausschütteln, Kinn an die Brust und wir lassen die Arme nach unten gleiten, Arme ausschütteln, Kopf hängen lassen, ausbaumeln lassen, atmen und wir kommen ganz langsam wieder nach oben, Wirbel für Wirbel aufrollen, langsam nach oben. Als nächstes brauchen wir das Handtuch. Wir nehmen das Handtuch in eine Hand und wir wollen jetzt 18 malen. Wir lassen das Handtuch auf dem Fußboden 18 malen. Schön locker schwingen die 18 nach links und rechts auf dem Fußboden. Wir wechseln die linke Hand
und machen das Ganze mit der linken Hand und gehen Richtung Decke. Malt die Achten mit dem linken Arm an der Decke. Liegende Achten an der Decke, schön locker, sehr schön. Locker, Seitenwechsel, der rechte Arm ist wieder dran, langsam achten. Linken Arm in Vorhalte. Jetzt schwingen wir mit dem rechten Arm um den linken Arm und machen die liegenden Achten in Vorhalte. Sehr schön. Schön schwingen. Schöne Achten. Seitenwechsel. Rechter Arm schlankt nach vorne und wir schwingen die Achten schön locker hin und her. Sehr schön. Locker schwingen. Atmen nicht vergessen. Bauchnabel reinziehen. Knie leicht beugen. Locker hin und her. Jetzt gehen wir leicht in die Knie und der Arm geht langsam nach oben. Wechselt in die andere Hand. Handtuch über den Kopf und wir werfen das Lasso. Holt das Lasso raus und wir reiten. Das heißt, die Knie schwingen leicht auf und ab. Hand wechseln. Sehr schön. Schöne große Kreise über dem Kopf. Schön auf und ab wippen. Locker kreisen. Sehr schön. Atmen nicht vergessen. Bauchnabel rein. Locker in die Knie. Und ausschütteln. Sehr schön. Als nächstes nehmen wir das Handtuch in beide Hände und die Arme gehen langsam nach vorn. Arme gestreckt nach vorne, die Knie leicht gebeugt, die Füße hüftbreit auseinander und die Schultern zurück. Wenn die Arme vorne sind, ziehen wir das Handtuch kräftig auseinander und lösen. Arme nach vorne, ziehen, lösen. Beim nächsten Mal lösen, bleiben die Arme oben. Nicht fallen lassen und locker. Auseinanderziehen, kräftig ziehen, halten, 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 lösen. Auseinanderziehen, halten, halten, halten und lösen. Ziehen, kräftig ziehen, Bauchnabel rein, halten und lösen. Kräftig ziehen, halten, halten, halten und lösen. Ausschütteln, locker machen, sehr schön. Schön entspannt, locker schütteln. Als nächstes wieder darauf achten, wir lassen die Knie leicht gebeugt. Bauchnabel ziehen wir immer nach innen und die Arme gehen nach vorn. Handtuch auf Spannung bringen und die Arme über den Kopf. Und wieder nach vorn. Viertelkreise von vorne nach oben über den Kopf. Bauchnabel rein. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Soweit es geht, die Arme zurückziehen. Das, was die Schulter und der Nacken zulässt, nutzen wir aus. Und jetzt bleiben wir oben und wir ziehen das Handtuch hinten, soweit es geht, nach unten. Wenn das Handtuch am Kopf hinten vorbeikommt, dann machen wir das. Wenn nicht, dann bleibt das Handtuch auf dem Kopf. Schön locker nach hinten runterziehen, ein bisschen Spannung auf dem Handtuch haben. Bauchnabel bleibt immer noch drin. Sehr schön und locker runter. Und hoch. Alles dient der Kräftigung, Schulter-Nackenbereich, locker runter und hoch, runter und hoch, runter und hoch. Sehr schön. Bauchnabel ist immer noch eingezogen, Knie leicht gebeugt, einatmen, ausatmen, einatmen und ausatmen. Sehr schön. Wir ziehen noch einmal hinten nach unten. Schön langsam lösen. Hoch machen und locker. Ausschütteln die Arme. Schön locker pendeln. Schultern locker machen. In der nächsten Runde geht das Handtuch nach hinten.
Wir ziehen das Handtuch hinten auf Spannung auseinander. Die Knie sind leicht gebeugt. Handtuch auf Spannung. Bauchnabel ziehen wir rein. Rücken ist gerade und lösen. Auseinanderziehen, Spannung halten, lösen. Auseinanderziehen, Spannung halten, lösen. Spannung, sehr schön, halten, 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 lösen. Sehr schön. Schön kräftig ziehen und auseinanderziehen. Sehr schön. Kräftig ziehen. Ziehen, 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 ziehen. Jawohl. Und langsam die Arme hinten nach oben, Körper vorbeugen. Jawohl. Immer noch ziehen. Jawohl. Sehr schön. Kopf hängen lassen. Prima. Und wir gehen ganz langsam wieder nach oben. Das Ganze machen wir noch zweimal. Locker machen. Wir ziehen das Handtuch auseinander, Oberkörper langsam nach vorne beugen, Arme gehen Richtung Decke, Kopf hängen lassen, immer noch ziehen, sehr schön. Schön kräftig ziehen und langsam geht es wieder zurück. Schön langsam aufrollen, locker. Und ein letztes Mal Handtuch auseinanderziehen, Oberkörper nach vorne beugen, Kopf hängen lassen, Arme Richtung Decke. Kräftig auseinanderziehen das Handtuch. Sehr schön. Und langsam wieder zurück. Langsam zurück. Locker machen, ausschütteln und wir legen das Handtuch beiseite. Denn als nächstes benötigen wir unsere Wasserflaschen. Bei den Übungen mit den Wasserflaschen achtet darauf, dass die Füße etwas mehr im Hüftbreit auseinanderstehen. Knie sind leicht gebeugt. Bauchnabel ziehen wir zur Wirbelsäule. Ellenbogen haben 90 Grad. Wir ziehen die Schultern zurück. Und achten darauf, dass der Deckel der Wasserflasche immer nach oben zeigt. Oberarme und Ellenbogen bleiben in der Seite kleben und wir fangen an, langsam die Arme nach rechts und links auszuklappen. Langsam klappen die Arme rechts und links nach außen. Einatmen, rausdrehen, ausatmen, eindrehen. Schön langsam im Wechsel die Arme ausklappen. Bauchnabel bleibt reingezogen, Knie leicht gebeugt, der Rücken ist gerade und bitte achte darauf, dass die Ellenbogen sich nicht vom Oberkörper wegbewegen. Schön langsam nach außen und innen. Ausklappen, einklappen, ausklappen, einklappen. Schön langsam. Lass die Atmung fließen. Raus, rein, raus und rein. Jetzt beide Seiten ausklappen und zusammen. Raus und zusammen. Raus und zusammen. Raus. Schultern zurück, jawohl. Zusammen. Langsam nach außen und vor ausatmen. Einatmen, ausatmen. Sehr schön. Raus und rein. Prima. Schön langsam ein- und ausatmen. Jeder so, wie er kann. Schulterblätter hinten schön zusammenziehen dabei. Sehr schön. Schultern zurück, Ellenbogen bleiben in der Seite. Schöne Übungen, die man auch im Sitzen machen kann, auf dem Bürostuhl. Langsam auseinander und zusammen. Die Arme schütteln. Wir bleiben außen mit den Armen und schütteln. Sehr schön. Kräftig schütteln.
Sehr schön. Schütteln, 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 schütteln. Kräftig. Jawohl. Kräftig schütteln. Das ist die Schüttelpause. Jawohl. Jetzt nach vorne und hinten wippen. Vor und zurück. Jawohl. Schüttelt nach vorne und hinten die Arme. Jawohl. Ellenbogen bleiben mit der Seite locker. Ausschütteln. Locker machen. Arme pendeln. Ausschütteln. Sehr schön. Knie sind immer noch leicht gebeugt. Der Bauchnabel geht wieder rein. Wir beugen die Ellenbogen in der Seite auf und ab. Auf und ab. Auf und ab. Auf und ab. Zur Mitte nach vorn. Und langsam die Arme nach unten sinken lassen. In Zeitlupe geht das Ganze nach unten. Hoch die Arme vor und langsam wieder sinken lassen. Anwinkelt die Arme, wenn wir unten sind. Dann gehen die Arme nach oben vor. Jawohl, langsam nach vorne. Und die Arme gehen in Zeitlupe nach unten. Schön langsam. Dient zur Kräftigung. Schulter-Nackenbereich. Schön langsam machen. Arme senken sich nach unten. Anbeugen nach oben. Sehr schön. Jetzt geht es von oben ganz langsam in Zeitlupe. Nach unten bis an die Beine. Bauchnabel ist immer noch Richtung Wirbelsäule gezogen, Knie leicht gebeugt, anwinkeln, hoch und langsam vorne nach unten. Wir werden auch wieder eine Schüttelpause einlegen, also passt schön auf, hoch die Arme, langsam nach vorne und runter. In Zeitlupe geht es abwärts. Je langsamer, desto anstrengender wird's. Anwinkeln, nach oben und langsam wieder nach vorn. Schön langsam nach unten. Anwinkeln, nach oben. Langsam nach vorne. Langsam in Zeitlupe nach unten. Anwinkeln, hoch die Arme und schütteln. Jetzt kommt die Schüttelpause. Jawohl, sehr schön. Schütteln, 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 schütteln. Prima. Bauchnabel immer noch reinziehen. Das Atmen nicht vergessen. Und schütteln. Schütteln und nach vorne. Nächste Schüttelpause. Schütteln, nicht vergessen. Jawohl. Deckel nach oben und schütteln. Schütteln, schütteln, schütteln. Arme sind vorne. Jawohl. Schütteln, 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 schütteln. Sehr schön, sehr schön. Bauchnabel rein, atmen, schütteln und lösen. Locker. Arme nach oben. Und jetzt gehen die Arme an der Seite in Zeitlupe nach unten bis an die Oberschenkel. Langsam runter, anwinkeln, hoch die Arme nach unten an der Seite. Schön langsam. Langsam nach unten senken. Knie sind immer noch leicht gebeugt. Bauchnabel rein. Anwinkeln. Arme nach oben schieben. Langsam an der Seite nach unten. Auch hier wird wieder eine Schüttelpause kommen. Schön aufpassen, wenn sie kommt. Langsam nach unten. Anwinkeln. Hoch die Arme. Atmen nicht vergessen. Langsam runter in Zeitlupe. Atmen, Bauchnabel reinziehen. Es geht nach unten zu den Oberschenkeln. Wieder anwinkeln. Nach oben die Arme. An der Seite nach unten. Sehr schön. Langsam schütteln. Jawohl, Schüttelpause. Deckel zeigen nach oben und es wird geschüttelt. Sehr schön. Schütteln, 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 schütteln. Prima. Schütteln. Sehr schön. Und langsam nach unten. Locker machen. Locker. Arme ausschütteln.
pendeln die Flaschen vor und zurück und ihr versucht, die Flaschen vorm Bauch mit gestreckten Armen hinterm Rücken zusammenschlagen zu lassen. Vor, zurück, vor, zurück. Jawohl, sehr schön. Schön vor und zurück. Atmen nicht vergessen, Bauchnabel rein. Sehr schön, locker machen. Prima. Als nächstes gehen wir nach unten auf die Matte. Wir begeben uns in die Bauchlage und wir werden auch weiterhin die Flaschen benötigen. Die Stirn auf die Matte legen und die Arme in U halten. Zehenspitzen anstellen, Po anspannen, Bauch festmachen. Wer kann, Knie oben lassen. Und wir werden im Wechsel die Arme anheben. Rechter Arm nach oben, senken. Linker Arm nach oben, senken. Jawohl, hoch den Arm, soweit es geht. Andere Seite, ausatmen. Einatmen nach oben. Ausatmen nach unten. Schön langsam. Prima. Wir werden gleich den Kopf anheben. Noch einmal hoch. Und die andere Seite. Sehr schön. Kopf anheben. Und wir schauen unter dem linken Arm hindurch. Senken uns wieder ab. Und die rechte Seite ist dran. Arm nach oben, unter dem rechten Arm durchschauen mit dem Blick Richtung rechts. Sehr schön halten und absetzen. Linker Arm nach oben, Kopf anheben, unter dem linken Arm durchschauen. Sehr schön langsam heben, drehen und schauen, senken. Hoch den linken Arm durchschauen und ablegen. Hoch durchschauen, ablegen. Denkt an den Bauch, den ziehen wir zur Wirbelsäule. Po anspannen. Jetzt locker machen. Zehenspitzen wieder anstellen. Und jetzt beide Arme hochziehen. Schulterblätter zusammenziehen, schön hoch die Arme, jawohl. Halten, 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 lösen. Soweit es geht, die Arme nach oben ziehen, jawohl. Im Wechsel senken, einatmen, hoch die Arme, Kopf nach oben, jawohl, schön heben und wir schauen wieder unter dem linken Arm durch, Arme bleiben oben, rechter Arm durchschauen und senken. Beide Arme gehen nach oben, Kopf mit anheben, durch den linken Arm durchschauen, Kopf drehen langsam, rechten Arm durchschauen und senken. Sehr schön. Einatmen. Kopf nach oben, Arme heben, Schulter zusammenziehen, jawohl, links durchschauen und rechts durchschauen. Sehr schön. Ablegen. Locker machen. Ausschütteln. Und wir stellen jetzt die Flaschen beiseite und bereiten uns auf die Dehnung vor. Für die Dehnungsübung wechsle ich meine Position, so damit ihr mich besser sehen könnt. Und wir strecken als allererstes beide Arme zur Seite ab. Den rechten Arm stellen wir an und drücken uns nach oben. Der linke Arm liegt flach, sodass wir uns auf den linken Arm hochschieben zur Seite. Wir gucken mit dem Blick nach rechts. Drücken uns mit dem rechten Arm schön nach oben. Wenn wir die Handfläche nach oben drehen, wird die Spannung auf der Brust mehr.
Ihr wisst bereits, wenn es hinten wehtut, müssen wir vorne Dehnung machen, damit es vorne nicht so spannt und hinten zieht. Wir halten die Dehnung, das Atmen nicht vergessen, ruhig ein bisschen nachdrücken noch, schön langsam. Wenn es zieht, lächeln und genießen. Schön langsam einatmen, noch ein bisschen halten, lösen. Und wir wechseln die Seite. Der rechte Arm ist lang, liegt auf dem Boden. Wir schieben uns mit dem linken Arm nach oben. Sehr schön. Auch hier atmen nicht vergessen. Handflächen nach oben drehen. Schön schieben. Kräftig schieben. Sehr schön. Atmen nicht vergessen. Ziehen lassen. Lächeln und genießen. Prima. Halten, halten, halten. Sehr schön. Wir lösen langsam, drehen uns zurück und nehmen den rechten Arm nach vorne, legen uns auf den Arm, legen uns auf die Seite. Der linke Arm geht nach oben. Richtung Decke, wir ziehen die Knie auf 90 Grad ran, Arm zur Decke, nach hinten umklappen mit dem oberen Arm und der untere Arm geht an die Knie, hält die fest, so dass wir mit dem Kopf auf dem Fußboden aufliegen. Der andere Arm liegt auf dem Fußboden. Wenn das nicht klappt mit dem Fußboden legen, ist nicht schlimm. Schön halten. Atmen nicht vergessen. Spürt die Dehnung. Schön langsam ein- und ausatmen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen ungewohnt ist, genießt es. Schön langsam ein- und ausatmen. Wir werden uns langsam zurückdrehen, legen den linken Arm jetzt unter den Kopf. Der rechte Arm geht Richtung Decke zunächst, die Knie ziehen wir wieder ran. Lassen den oberen Arm langsam nach hinten sinken und der Arm, der unter dem Kopf lag, hält jetzt unsere Knie fest. Jawohl, sehr schön. Schön langsam und ruhig ein- und ausatmen, schön langsam atmen. Genießt die Dehnung, wenn der Arm nicht auf dem Fußboden aufliegt, ist nicht schlimm, nur so weit, wie es geht. Wir wollen uns dehnen, damit die Verspannungen sich lösen. Langsam ein- und ausatmen. Sehr schön. Kurz halten noch und wir werden uns langsam zurückdrehen und richten uns langsam auf. Wir werden eine kurze Übung, Dehnungsübung im Stand machen, weil wir den Nacken und den hinteren Hals dehnen wollen. Bitte den Kopf nicht zu schnell drehen bei den Übungen. Ja, wir nehmen jetzt die rechte Hand flach nach unten und neigen den Kopf langsam auf die linke Seite. Wer möchte, nimmt die Hand, die linke, und zieht mit dem Kopf etwas nach. Die Spannungen sind auf der rechten Halsseite. Nicht so dolle ziehen, aber die rechte Hand flach nach unten schieben. Schön flach nach unten schieben. Wenn es zieht, genießen. Wir drehen den Kopf ganz langsam nach links, zur linken Schulter. Rechte Hand zieht immer noch flach nach unten. Sehr schön. Bisschen halten noch. Halten, halten und langsam nach unten den Kopf neigen. Diese Übung
sind auch sehr gut im Sitzen am Schreibtischstuhl durchzuführen. Falls es mal Verspannungen gibt während der Arbeit, ist das in 5 Minuten erledigt. Kurz halten noch, Richtung linke Hüfte schauen. Kopf ist an der Brust, das Kinn ist an der Brust. Halten. Wir sind jetzt im hinteren Nackenbereich und wir werden den Kopf langsam zur Mitte drehen, zum Brustbein lösen, locker machen, Schultern kreisen und wir wechseln die Seite. Linke Hand flach nach unten schieben, Kopf neigt sich auf die rechte Seite, rechte Hand ans linke Ohr und etwas nachziehen. Nicht übertreiben, schön locker nachziehen. Je nachdem, wie die Spannung auf der linken Halsseite ist. Bisschen nachziehen, linke Hand schön flach nach unten schieben. Atmen nicht vergessen. Schön langsam ziehen. Linke Hand flach nach unten schieben. Und wir werden jetzt den Kopf ganz langsam zur rechten Schulter drehen. Schön langsam zur rechten Schulter. Wir schauen zur rechten Schulter, halten. Wir wechseln jetzt von der Seite schräg nach hinten in den Nacken mit der Dehnung. Schön nach rechts drehen den Kopf, halten. Linke Hand schiebt immer noch flach nach unten und wir neigen den Kopf Richtung Brust. Kinn ist an der Brust. Wir schauen an der rechten Hüfte vorbei Richtung Fußboden. Halten, halten, halten. Und langsam zur Mitte, locker nach oben und rückwärts kreisen. Für die letzte Runde geht es wieder runter auf die Matte. Legt euch auf den Rücken. Wer hat, nimmt sich einen Faszienball und legt ihn sich unten an den Kopfansatz in den Nacken. Legt die Arme an die Seite und fühlt, was hat sich verändert im Gegensatz zum Anfang? Ist es weicher, wärmer? Wo ist mehr Druck? Wo ist weniger Druck? Merkt ihr Verbesserungen? Ist irgendwas anders? Speichert diese Informationen für euch ab. Und wir gehen zur letzten Übung. Ihr schiebt eure Schultern hoch zur Decke. Schön hochschieben, zur Decke, jawohl, und lösen. Hochschieben, lösen. Hochschieben, lösen. Hochschieben, lösen. Hochschieben, lösen. Einatmen, ausatmen. Hochschieben und lösen. Hochschieben und lösen. Sehr schön. Als nächstes drücken wir die Schulterblätter nach unten, Schultern Richtung Matte drücken, runterdrücken und lösen, runterdrücken und lösen, runter auf die Matte und lösen, runterdrücken auf die Matte und lösen. Sehr schön. Atme nicht vergessen, runterdrücken, lösen. Runterdrücken auf die Matte und lösen. Sehr schön. Atmen, lösen. Einatmen, drücken, ausatmen, lösen. Auf die Matte drücken und lösen. So, spürt ihr was? Was hat sich verändert zum Anfang? Wie fühlen sich die Schultern an? Merkt euch, was ihr fühlt. Merkt euch die Veränderung. Die letzte Runde beginnt und wir schieben die Fingerspitzen zu den Füßen. Kräftig schieben und lösen. Kräftig schieben und lösen. Schieben zu den Füßen, lösen. Schieben. Und lösen, schieben und lösen, schieben, lösen,
So, wir sind am Ende angekommen. Schließt nochmal die Augen, atme tief ein und aus und spürt, was sich im Gegensatz zum Anfang alles verändert hat. Fühlt es sich leichter an, nicht mehr so verspannt? Sind die Arme anders als vorher? Wie fühlt sich der Hals an, der Nacken, die Schultern? Atme tief ein und aus. Ein und aus. Noch drei. Noch zwei. Und noch einmal tief einatmen. Ausatmen. Und wir haben es geschafft. So, diese Sportstunde ist beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mal was anderes mit einer kurzen Einführung in die progressive Muskelentspannung. Am Anfang und am Ende solltet ihr euch speziell auf euch konzentrieren, wo vorher eure Probleme waren, wo ihr die Verspannung hattet. Und am Ende solltet ihr herausfinden, was sich vielleicht gebessert hat. Natürlich hoffen wir, dass sich was gebessert hat. Denn wenn wir solche Übungen machen, dann würden wir uns freuen, wenn wir euch dadurch natürlich helfen können. Bitte schreibt uns in die Kommentare, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und was wir besser machen können. Abonniert den Kanal, teilt ihn mit anderen Leuten, guckt in unsere anderen Videos, vielleicht ist noch andere Sachen dabei, die euch gefallen. Und wenn irgendwas nicht dabei ist, was ihr unbedingt sehen wollt, dann schreibt uns. Ja? Scheut euch nicht, uns zu fragen. Wir freuen uns auf euch und wünschen euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer André.